Herzlich willkommen zurück zu 7 Days to Die. Hallo. So, wir haben ja immer noch Nacht. Wir können ja noch ein bisschen bauen. Nee, morgens haben wir schon. Naja, früh in der Nacht, ne? Oder spät am Morgen. Ein früher Morgen, spät in der Nacht. Logischerweise. Ja. Wie wollen wir das erstmal die Wände hochziehen hier, würde ich sagen? Aber wie wollen wir das denn hier komplett abreißen, wenn hier so ein Keller ist? Das ist ja jetzt auch irgendwie doof. Ne, den würde ich einfach zumachen, oder? Wie denn? Mit Baublöcken einfach. Ja, aber die, wenn ich mir eine Mauer mache, springen die aber hier rüber. Mach doch die Mauer höher. Ich muss hier die Steine auf jeden Fall weg. Du musst mir dabei helfen. Ich kann das ja nicht. Ich weiß nicht, wie sowas... Kleinen Moment, Jasmin. Ich muss hier... Ja, erstmal muss ich hier sowieso den Weg ein bisschen frei machen. Oh, gut. Dann muss ich hier erstmal aufwerten. Jetzt habe ich natürlich die Steine noch unten gelassen. So. Komme ich hier ran? So. Oh, dann holen wir nochmal unsere schönen Pflastersteinchen. Ja, da haben wir ja ein ganzes Kistchen voll mit Stein. So. Da. Als erstes die Ecke. Jetzt habe ich keinen Beton mehr. Hä? Ich habe doch nur den einen Block. Habe ich gerade Beton weggepackt? Den runtergeschmissen? Ja, wo ist mein Beton? Ich hab ihn nicht, ich hab meinen selber. Ich hatte doch. Jetzt bin ich runtergefallen. Ja, ich hab doch eben voll viel Beton eingesteckt, 800 oder sowas. Oder waren das 87? Nicht 870, habe ich mich verguckt. Echt jetzt? Okay, damit habe ich nicht gerechnet. Ich dachte, ich habe noch ganz viel. Naja. Hilfst du mir denn bei der Mauer? Ja. Wenn es soweit ist, ich sag dir dann Bescheid. Spendest du das für das Baumaterial? Ja, meins nehme ich. Okay. Du sollst mir nur helfen beim Umsetzen. Ja. Wie zu Hause, ne? Was habe ich denn hier gemacht? Ach, wow. Oh. Oh, was ein Idiot. Oh Gott, kein Wunder, dass das so lange dauert. Ich weiß, wo mein Beton hin ist. Ich habe Betonblöcke gemacht statt Rahmenform. Ah. Ja, toll, da kann ich jetzt auch... Kann ich trotzdem das Muster ändern? Ich brauche so eine Rundung, aber die würde ich mir auch lieber als Rahmenform erst angucken. Ach, ich bin ja doof. Und ich habe mich schon gewundert, warum ich nicht so viele machen kann. Oh. Okay, das ergibt natürlich Sinn. So, dann machen wir erstmal hier zu. Da habe ich ein recht großes Fenster. Brauche ich so ein großes Fenster? Wäre das nicht besser? Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Wäre so, ne? Dann haben wir das zumindest gleich. Hier können wir noch was hinstellen. Die Tür können wir dann versetzen. Aber wir können hier keine genaue Mitte machen, ne? War das nicht so? Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun.
Doch, das würde gehen. Gut, Rundbogen. Haben wir sowas? Sowas richtig Geiles. So einen runden Rundbogen. Hier vielleicht mit bei. Das sind alles nur Dreiecke, ne? Es gäbe sowas. Aber gab es hier nicht mal so einen richtigen Rundbogen? So viele Rundungen, Jasmin, ich bin überfordert. System Overload. Ich brauche einen Innenbogen, das heißt eigentlich so. Röhre. Einen kleineren haben wir nicht. Ja, gut. Wo war der jetzt hin? Hier oben. Können wir mal gucken. Okay, dann muss ich jetzt noch mal mit schmäleren Platten arbeiten. Ich hoffe, die haben die richtige Stärke. Oh. Einmal drehen, bitte. Da kommt schon wieder eine. Okay, der ist es nicht. Wo ist die denn jetzt? Und der ist zu groß. Oh nein. Ist die bei dir? Natürlich. Okay. Okay, du hast sie, ne? Ja, ja. Sie kroch so entlang. Ich habe sie mal von ihrem Elend erlöst. Das war die humpelnde Hanna. Die hat doch gar nicht geschrien. No. Ja gut, ich habe trotzdem ein bisschen Action. Ach siehst du, hier wollte ich ja noch die Luke machen. Natürlich. Okay, das waren zwei. Hier kommt noch einer. Ja, ich sehe ihn. Okay, das war jetzt nicht so wild, ne? Du müsstest hier mein Gitter nochmal zumachen, dann. Oh, ey. Gibt es so eine Art... Oh, wo ist jetzt noch einer? Ey. Gibt es da vielleicht noch irgendwie was Ründliches, was ich oben setzen kann? Aber das ist denn ein bisschen kacke mit diesem Absatz, ne? Meter Tunnel Mitte. Mein Gott, ey. Könnt ihr jetzt mal abzischen hier? Das passt alles nicht. Nerven. Warum? Weil die nerven. Es passt. Nee, es passt nicht. Jetzt passt da nicht. Ah, ich muss noch ein breiter dafür. Das ist ja ein bisschen doof, ne? Nee, das will ich nicht. Das möchte ich nicht haben. Vielleicht kriegen wir sowas hier. Nee, immer nur eine Seite, die bündig ist. Was haben wir denn noch Schönes? Könnten sonst vielleicht hier Gewölbe? Nehmen den mal weg, packen den dahin. Sieht natürlich nicht so schön aus von der Rundung. Aber vielleicht passt das ja. So, wir haben das Gewölbe, das heißt die schmale Platte möglicherweise. Ist die Platte zu dick? Oh, gibt es hier noch eine andere Platte? Das ist doch doof.
leider nicht. Oh, wieso passt denn hier nichts? Der vielleicht? Ah! Nicht ganz so geil, aber besser, oder? Und wenn man hier die Seiten vielleicht noch streicht in Holz und den einfach so lassen würde. Doch, das wäre schon cool, oder? Dann kann man hier hinten weiter rausgehen. So, dann zimmern wir erstmal noch die Decke rein hier, wenn wir schon mal dabei sind, ne? So. Und Jasmin, was macht deine Mauer? Ich bin noch nicht bei der Mauer. Ich muss ja erstmal hier vorbereiten, dass das hinpasst. Bisschen. Wie so ein Knacki im Staatsgefängnis in Amerika. Steine schlagen. Ja, brauche ich sowieso. Oh, zum Aufwerten dann. Ja, ja. So. Was weg ist, ist weg hier. Ey. Machen wir den Raum erstmal zu und hier später eine Tür. Es gibt keine Türen, die drei breit sind, oder? Ich glaube, zwei ist Maximum, ne? Ach, was mache ich denn da? Ich muss ja hier noch aufwerten. Hält das? Habe ich denn? So. Können wir hier nämlich die Baublöcke schon mal zumachen und dann können wir da oben später mal unseren Helikopterplatz hinsetzen. Fehlt eigentlich nur noch eine Treppe, irgendwie seitlich, dass man vernünftig hoch und runter kommt, die Etagen. Aber das finde ich schon mal okay. Da habe ich aufgewertet, ne? Ja. Was machen wir denn hier? Stäbe oder Panzerglas? Mann! Panzerglas überhaupt noch herstellen? Eigentlich schon, ne? Hm. Panzerglas. Nee. Fenster. Nur Glas. Geschäftsglas. Glasblock, kugelsicheres Glas. Könnte man das mal herstellen, ja? Ja, du kannst kugelsicheres Glas machen mit Sand, Stein, Blei, Eisen und Lehm. Mhm. Alles Raritäten, die wir kaum besitzen. Aber dann mache ich hier später Panzerglas hin. Ich glaube, das ist besser, als wenn ich jetzt hier die Stangen überall hinsetze. Wäre das Fenster hier Quatsch, wenn hier die Treppe hinkommt, ne? Außer ich mache die Treppe auf die Seite. Dann werte ich hier immer noch nicht mit Beton auf, würde ich sagen. Sondern die Seite. So. Oh,
das schöne Holz hier, das gute Mahagoni. Das tagsüber eigentlich könnte ich auch wieder losziehen, ne? Das ist immer so ärgerlich. Du kannst halt nicht beides gleichzeitig. Du kannst ja nicht looten und bauen. Ja. Das wird ja ein Krampf. So, da und hier. Wie weit kann ich rausgehen, bis der mir anzeigt, das ist eine kritische Lage? Oh mein Gott. Oh, oh, oh. Oh mein Gott. Okay, noch darf ich. Würdet ihr das bis hier hinten hin schaffen? Kritisch. Kritisch? In Cleveland. Aber so geht's. Okay. Warte mal, ich baue mich mal hier wieder hoch. Ups. Müsste bei der Gelegenheit auch mal einen Block setzen. Könnte man hier noch entlang gehen, ne? Da ist ja alles Beton aufgewertet. Das müsste halten. Oder schmäler. Dass man hier keinen ganzen Block nimmt, sondern nur so halbe. Halbe und Hochkant. Gehen wir mal auf die halben Würfel. Ne, das sind Viertel, halb. Aber Viertel wäre auch nicht schlecht, ne? Ah, wir bleiben mal bei halb. So. Leuchtet der gelb? Wer? Ja. Mein Block hier? Nee. Ich war mir gerade nicht sicher, ob der gleich zusammenstürzt. So. Und das Ganze nochmal auf der anderen Seite. Mhm. Ja, geil. Dann halt so prinzipiell, ja, so. Dann halt spiegelverkehrt. Und hier oben auch nur so schmal. Ich glaube, das ist cool. Wenn man dann, hoch. Formkopie und Ausrichtung. Wenn man dann quasi hier wie so eine Fenster drin hat. Vielleicht immer so zwei hoch. Also zwei lang, zwei hoch und dann... Ne, zwei hoch geht schon wieder gar nicht, ne? Wenn man hier so lang gehen würde... Dann hier wieder zwei... Hier nach oben. Nee, das passt mit der Symmetrie nicht. Oder ich fange hier das Fenster an, gehe dahin, bin da weg, dahin und mache dann nochmal so.
Und das halt denn beidseitig? Ist auch nur ein breit, ne? Das ist wichtig. Doch, das wäre, glaube ich... Dann käme ich da nach unten, da kann ich mich zubauen. Siehst du, Blumenbeete? Ach Gott, die habe ich ja ganz vergessen. So, aber das nehmen wir erstmal weg. Schreierin? Ja. Hat geschrien? Ja, habe ich gehört. Ist hingefallen? Ist sie tot? Nein. Jetzt? Nein. Immer noch nicht? Doch. Hat sie geschrien? Nein. Noch hat sie nicht geschrien. Aber das war schon Glück im Unglück. Also ich sag's, wie es ist, ne? Hm. Noch so ein Ding. Wir sind geliefert. Ich glaube, ich würde hier schon mal die eine Seite fertig machen. Damit ich das nicht vergesse. Also zumindest vorzeichnen. So. Boah, dann können wir eigentlich auch diese Folge sagen, wir bauen und nächste gehen wir wieder los. Oder? Hm. Jo. Ja, ich will mir hier eine Mauer bauen, ey. Ich muss mir das verbessern, das ist nicht schön, ey. Einzige, was so ein bisschen blöd ist, ist die Höhe der Fenster, ne? Wenn ich hier nur wirklich auf die Höhe... Die hätte ich schon gern ein bisschen höher. Gibt es hier noch so eine... Aber dann kannst du die Fensterscheiben da nicht reinsetzen, ne? Wenn ich jetzt hier Vierteldinger setze... Weil die sind ja dann auch ein Block. Wenn ich hier einen schmaleren nehmen würde, kriege ich die halt nicht mehr rein, ne? Ah, ich weiß nicht. Jasmin, was soll ich nur tun? Ich weiß es doch auch nicht. Weißt du das etwa nicht? Nein. Weißt du das etwa wirklich nicht? Nein. So, machen wir hier nochmal Cookie Shape und brauchen wir gar nicht, aber die Form. Dann haben wir da aber auch eine Ecke frei, ne? Könnten, aber dann passt das mit diesem Bogen wieder nicht. Dann wäre das halt mega doof mit dem Türbogen, glaube ich. Haben wir eigentlich so eine Art Dreieck, was da reinpasst? Eine Rampe, schräge 60. Du bist wie groß? Oh, das ist zu groß, oder? Das war zu weit, ne? Oh, ich bin grad... Warte mal, das muss da nach oben. So. Aber auf der anderen Seite. So. Ach, den kann ich ja nicht... Ah, Mann, das passt auch wieder nicht, weil der eine unsichtbare Hitbox hat. Das ist doch kacke.
Wie will ich denn das denn da oben machen? Das sieht ja sonst richtig doof aus. Schreierin? Boah. Wo denn? Mit zum Balken? Wo denn? Ich weiß nicht. Hä? Keine gehört. Ach, der ist jetzt wieder mittig, dieser Balken. Oh, wo hast du die denn gehört? Irgendwo draußen. Ich guck gleich mal. Ich hab grad gar nichts gehört. Mittig? Den hatte ich doch seitlich mittig. Aha. So wird doch ein Schuh draus. Hörst du sie jetzt? Ach, die ist bei dir da. Kannst du sie sehen? Ist das ein Ja? Ja, ich weiß nicht, ob ich sie hab. Anscheinend. Oder? Ich kann dir das nicht sagen, du. Muss mal zu dir rübergehen, hinten an deine Treppe. Ja, ich guck mal. Nee, du hast sie nicht. Scheiße. Sie hat dich gesehen, glaube ich. Hä, ich habe sie abgeschossen. Versucht abzuschießen. Deswegen solltest du gucken, ob sie da liegt. Ja, liegt da. Direkt an deinem Gewächshaus, Jasmin. Mann, ey, die machen das bestimmt wieder Schrott, ey. Ja, da würde doch nichts passieren. Das ist so eine ganz liebe junge Dame. Eine reizende Frau. Aber geschrien hat sie jetzt nicht, oder? Es kam keiner. So. Ach, Mist. So. 1, 2, dann hoch. Was mache ich denn hier für Mist? Da will ich doch weg von. So, so und dann noch ein. Und jetzt den. Ich habe irgendwie sensible Finger heute. Hm. So, 1, 2, 3 dahin. Das ist okay. So, jetzt müssen wir den da nochmal die Stellung kopieren. Wir hätten ihn noch einfach drehen können. Aber den mittigen kann ich auch gebrauchen, tatsächlich. So, hier müssen wir dann noch ein Stück rüber gehen. Aber wir machen erstmal das hier fertig, würde ich sagen. So, an den komme ich ja gar nicht mehr ran, ne? Oh. Schreierin? Brauchst du Hilfe? Scheiße, sie hat geschrien. Das ist nicht gut. Soll ich rüberkommen? Oh. Boah, können wir hier nicht hoch, Mann. Oh Mann, weiß nicht, wo die ständig gegenhauen. Ach, die sind in der Bude. Haha. Drüben. In der Bude? Na, da, wo wir waren. Dass wir abgerissen haben. Ja, ich kann die nur nicht sehen, weil hier ein Baum da, davor steht. Er betet. Zur Sonnengöttin. Mann. Einfach nicht. Das sah doch mal sauber aus hier. Oh, geil. So, wo haben wir denn hier? Du kannst sie sehen, sagst du? Oh.
Hast du gerade auf mich geschossen? Ja. Meinst du, das klappt mit der Mauer? Ich glaube nicht. Warum? Ich weiß nicht. Ich glaube nicht. Die suchen ja einen Weg, um zu dir reinzukommen. Und der Weg mit dem geringsten Widerstand, das ist da, wo sie hinlaufen. Ja, aber wir hatten das doch bei dem anderen auch eine Mauer drum. Ja, aber da sind die ja immer zur Treppe gelaufen. Ja, wollen die ja hier auch dann. Aber warum? Ne, die Treppe macht ja für die keinen Sinn, wenn du die abreißt. Hä, will ich doch nicht. Ach so. Ich will nur die Seiten ein bisschen weniger machen. Und die soll eigentlich noch ein Stück nach hinten weiter. Ah, jetzt weiß ich, was du meinst. Und dann aber die Mauer drumrum. Ja. Weißt du, was ich glaube, ob hier gut kommen würde? Dachfenster. Schon wieder? Nee, es war nur eine Krankenschwester. Die ist komplett erschöpft von ihrer Schicht. Die liegt jetzt gerade auf dem Boden. Also. Erholt sich erstmal ein bisschen. Den muss ich einmal Form kopieren. Ich glaube, ich mache hier echt Dachfenster rein. Ich glaube, das wäre geil. Aber dann muss ich erstmal Beton machen. So. Okay. So. Panzerglas wird wieder teuer. So. Was ist das? Was? Hä? Was? Wieso ist meine Maus umgesprungen? Nee, alles gut. Meine Maus ist umgesprungen. Wo ist der denn hingesprungen? Ja, weg. Weg. Die ist einfach weggehopst. Kannst du dir das vorstellen? Welche hopst? Einfach welche hopst. Genau, dann würden wir nämlich diese Dinger hier da reinzimmern. Um das einen leichten Akzent zu setzen. Hier kommt ein Panzerglas. Und der Rest hier Beton. Aber eigentlich müsste ich die auch aus Beton machen und dann anmalen, ne? Damit die ordentlich stabil sind. Ach Mann, ey. Ja, ich mach erstmal die Mauer drum rum. Erstmal eine Mauer setzen, Jasmin. Das wäre schön, wenn schon mal eine stehen würde. So. Oh, ich hab keinen Beton mehr. Kleinen Moment. Da müssen wir einmal runter ins Untergeschoss gehen. Aber Beton habe ich ja eigentlich noch hergestellt, ne? Nicht so viel. Ja, ich brauche, wenn wir losgehen, looten nächstes Mal, dann brauche ich unbedingt Stein. Und noch mehr Stein und viel Stein. So, dann können wir den mal kopieren. So. So. Und den nur in Holz, ne? Reicht ja hin. Alles andere wäre Ressourcenverschwendung. Wenn da jetzt noch Panzerglas oben wäre, dass immer schön Licht reinkommt und man kann schön rausgucken. Das Einzige mit diesen komischen Holzpfosten ist denn, wenn wir die nicht, obwohl wir können die ja einseitig färben, ne? Da war, glaube ich, was.
wir die erstmal. So, denn gut, Beton ist alle. Ich kann nicht weitermachen. Dann müssen wir nächste Runde erstmal looten gehen. Looten, abbauen, sammeln. So. Ich würde aber gerne mal gucken, können wir mit dem Pinsel... Wie funktioniert denn das mit dem Pinsel, weißt du das? Nee. Nö. Ich glaube, wir haben ja... Farbe müssten wir auch unten haben, ne? Ja, Farbe haben wir. Aber ich weiß nicht, wie viel Farbe braucht man denn? Färben, braun. Ist Farbe gleich Farbe? Nee, das ist ja andere Farbe. Die habe ich ja gar nicht. Dafür brauche ich Wasser und Chrysanthem. Chrysanthem holen. Das ist die rote Blume, ne? Ja. Meine Augen haben schon welche erblickt. So. Ach, wieso habe ich denn keine Ausdauer? So, und Farbe kann ich herstellen am Feuer oder an der Chemiestation. Never mind, ist beides bei dir. Ich mach's mal an der Chemiestation, das geht vielleicht schneller. So. Farbe. Zweimal. Also zwei Chrysanthem und zwei Wasser sind 1000 Farbeimer. Ja. Nur, dass du Bescheid weißt. So, 500 habe ich fertig. Ich kann mir ja schon mal den Pinsel holen. So. Nee. Das würde ich ungern machen. Die kommt weg, da habe ich eh keine Munition. So. Läufst du hier draußen an deiner Basis rum? Ja. Das warst du, Jasmin. Oh, ich habe mich zu Tode erschreckt. Ja? Ja! Okay, und wie funktioniert das jetzt, wenn ich nur die eine Seite... Muss ich den so... Ah! Alle Seiten färben. Oberfläche lackieren. Ja, habe ich jetzt mal gemacht. Und dann... Materialien... Holz gibt's nicht. Eiche. Geil. Habe ich jetzt nur die eine Seite? Ja, geil. Nimm ich die noch mit weg. Ah, hier muss ich aber die Seiten noch mitmachen. So. Okay. Ah, hier fehlt auch noch. So. Oh, das sieht doch gut aus. Jetzt kann ich natürlich oben den Mittelteil nicht machen. Ah, das ist ein bisschen ärgerlich, ne? Das wurmt mich ja jetzt. Hier ist auch noch kein Beton. Wenn ich das aufwerte, bevor es Beton ist, muss ich es denn neu streichen? So, mehr geht nicht. Mehr Beton haben wir nicht gehabt. Ah, ich bin schon wieder runtergefallen, Jasmin.
Ich glaube, ich brauche da mal ein Malergerüst. Damit ich da ein bisschen pinseln kann. Mhm. So. So, ne? Pinsel, da. Geil. Oh, das finde ich aber cool. Es glänzt so ein bisschen, ne? Der falsche Farbton vielleicht? Aber schön. Achso, ja, hier. Oh, die Klappe. Hm, das schaffe ich diese Folge nicht mehr. Wir sind ja schon wieder bei 41, Jasmin. Ja. Oh. Mhm. Aber das ist ja praktisch. So, gut, dafür habe ich jetzt keine Munition. Aber ich kann ja die Metallklappe. Was brauche ich denn dafür? Klappe. Eisenstahl. Geschmiedeten Stahl 10, Schraubenfedern 10, Motoren. Ich kann das ja mal eben herstellen, damit wir das nicht wieder vergessen. So. Was ist denn? So. Zehn haben wir gesagt, ne? 10 geschmiedeten Stahl, passt genau. Schraubenfedern brauchen wir auch 10. So, haben wir 7. 7 und 3. Und Motoren. Auch 10, ne? Eine Klappe. So, dauert 2 Minuten 8 Sekunden insgesamt. So, wir gucken jetzt noch einmal, was Jasmin da macht. Ich glaube, nächstes Mal ist auch ein bisschen mehr Unterhaltung, weil wir dann zusammen unterwegs sind. Sind wir doch, oder Jasmin? Ja. Dann haben wir auch ein bisschen mehr Unterhaltung und dann können wir ein bisschen mehr Shit talken. Weil das Bauen ist immer nicht so das Spannende, aber Kreativität ist ja auch interessant, oder? Wenn man die Bauvideos auch gucken kann, zumindest, dann lass doch gerne ein Like da. Ich hab's gedacht, Jasmin. Reibst du dich denn hier rum? Wo ist denn dein Zugang, wenn du dich jetzt hier einmauerst, ne? Wo kommt man denn noch... Ich bin ja noch gar nicht fertig. Nee, aber wo willst du denn, dass man zu deiner Treppe kommt? Warte doch erstmal ab. Okay. Ich will erstmal eine Mauer haben. Ja. Ich muss nur gucken. Kommt die leider nicht aus, ne? Wie ich darüber komme, wie ich das jetzt mache. Achso. Wie würdest du das hier machen jetzt? Wie meinst du das jetzt? Du willst die Treppe willst du ja freilassen, ne? Ja. Muss ich ja, sonst glaube ich nicht mehr dahinter. Ich glaube, ich würde die Mauer würde ich hier an die Ecke wieder ransetzen. Ja, ja, will ich auch gerade. Dann hast du zumindest nicht das Risiko, dass die rüberspringen. Ja. Und hier wolltest du die Treppe noch einen weiter weg, ja? Ich will die weiter weg von meinem Ding, ja. Warte mal, So. Jetzt hat die bei dir 1, 2, 3, 4. Willst du 4 oder 5 weit weg? 5, ne? Hm.
glaube, ich habe auch 5 Rüben. So, kommt hier einmal ein Blöckli rein. So. Das können wir ja noch einmal schnell machen, ne? So. Ich habe jetzt keinen Beton in der Tasche, aber ich habe dir schon mal auf Pflasterstein aufgewertet. Dann müsstest du ja nur noch die Treppe hier wegprügeln. Bis hier und den da auch weg. Und den natürlich auch. Denn nur noch alles, was nach unten geht. Die Treppe. So. Gut, soll ich dir noch kurz helfen, hier vorne die Treppen so weit wegzunehmen, dass die nicht mehr darauf fallen? Ja, ne? Ja. Dann mache ich das nochmal eben. So, aber die Folge wird zu lang, Jasmin. Ja? Ja, das kann ich so nicht. Das kann ich so nicht machen. Es ist bestimmt keiner mehr da. So. Wer noch da ist, kann auch gern Like da lassen. Ja, bin ich mal gespannt, ob das, ne, ob da wirklich wer noch da ist. Wir sehen uns morgen wieder. Schaltet gern wieder ein. Oh, morgen sind wir auf jeden Fall wieder auf Tour. Und werden ein bisschen was erleben. Wir sehen uns morgen. Bis dahin, mach's gut. Ciao.